So Leute, und willkommen zu Let's Play Guild Wars 2. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich dieses Let's Play schon mal gestartet hatte, vor einer ganzen Weile sogar schon. Also so circa ein Jahr muss es her gewesen sein. Dort war die Beta am Laufen und am Release-Tag oder kurz Zeit darauf habe ich dann dieses Let's Play gestartet, ein normales Let's Play, was halt nicht nur in der Beta lief, sondern das komplette Spiel eben. Hab's dann aber, ich glaube, nach 4 Parts wieder abgebrochen. Also ganz so lange hat das auf jeden Fall nicht gehalten. Und ich werde das Ganze jetzt nochmal versuchen. Also ich werde nochmal einen neuen Charakter anfangen. Ihr seht hier schon meine Palette an Charakteren, die ich momentan habe. Ich habe jetzt hier aber noch einen leeren Charakterplatz. Und den werden wir jetzt benutzen für unseren neuen Helden, beziehungsweise Heldinnen. Helden, so nur. Genau, und ich werde hoffentlich ein bisschen häufiger dazu kommen, das aufzunehmen als letzte Mal. Ich habe das in der Beta ziemlich abgefeiert, als Let's Play auch, danach aber dann leider nicht mehr. Und ich muss auch gucken, wie es ist mit der Full-HD-Aufnahme, ob das so funktioniert mit den Frames her und so weiter. Lasst euch da mal überraschen, ich muss mich da auch überraschen lassen. Aber genau, ich habe mir schon einen kleinen Plan gemacht, wie wir denn vorgehen werden. Und zwar werde ich vor allen Dingen natürlich die Story spielen. Und zwar die von den Menschen. Wir werden also einen Menschen spielen. Es gibt hier noch die Char, die Norn, die Asura und die Silvari zu spielen. Jeweils in männlich und weiblich, logischerweise. Und genau, wer genauere Informationen dazu noch haben möchte, ich habe da auch, wie gesagt, dieses komplette Let's Play in der Beta mal gemacht. Da hat sich im Grunde nicht viel verändert von den Charakteren her. Oder von den Rassen und Klassen her. Und ich habe auch nochmal so ein ganz altes Video gemacht vor 2 Jahren oder so, wo ich nochmal auf alles Mögliche eingehe. So, ich frage mich aber gerade, habe ich ja gar keine Musik? Ne, ich höre nämlich keine. Ja, doch, ganz leise ist die. Ah, jetzt. Ja, gut. Genau. Und zwar haben wir jetzt noch die Möglichkeit, männlichen oder weiblichen Menschen zu nehmen. Wir werden einen weiblichen nehmen. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe schon ein paar verschiedene Klassen und Rassen auf meinem Kanal, beziehungsweise auf meinem Account, besser gesagt, nicht auf meinem Kanal. Und zwar die beiden, die mir noch fehlen, sind der Ingenieur und der Mesmer. Ich werde aber beide nicht nehmen, weil ich beide nicht so sonderlich gut finde. Ein Mesmer hatte ich mal, aber war mir dann irgendwie doch zu, weiß ich nicht, war nicht so ganz meins. Und da der Necro meine Haupt- oder meine Lieblingsklasse ist, werden wir nochmal einen Necro machen. Da ich ja nur meinen Asura habe, Necro Asura, werde ich jetzt nochmal die Menschen als Nekromantin erstellen. Und genau, wir schauen mal ganz kurz. Wir wollen jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen von dem Charakteraufbau. Zumal das hier alles ein bisschen lange zum Laden braucht, wegen der Aufnahme. Das ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall Körpermerkmale, Größe haben wir jetzt eingestellt. Die können wir eigentlich, wobei, ja, ein bisschen kleiner. Genau, jetzt können wir hier Körpermerkmale machen. Das ist mir eigentlich im Grunde egal. Nehmen wir mal das letzte einfach. Ich will aber den Hautton ein bisschen ändern. So ganz blass brauchen die jetzt nicht sein, auch wenn es ein Necro ist. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Haare. Ne, das ist jetzt erstmal Kopf. Der Kopf ist ausgewählt. Okay, den finde ich eigentlich auch schon ganz gut. Den finde ich eigentlich auch in Ordnung, nur da sind die Lippen irgendwie zu herausstechend. Vor allen Dingen passt es halt nicht beim Necro. Die anderen Gesichter finde ich jetzt sind nicht so ganz nach meinem Geschmack. Das vor allen Dingen nicht. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei der. Also auch hier, ich bin das alles schon mal so ein bisschen durchgegangen. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her. Weil ich hatte eigentlich vor, das Ganze ein bisschen früher schon zu starten. Da bin ich dann aber irgendwie vom Plan abgekommen. Und deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich finde diese Zöpfe eigentlich ganz nett, aber sind irgendwie zu standardmäßig. Die Frisur habe ich schon mal bei der Wächterin. Ich habe ja auch schon Menschenwächterin gemacht. Deswegen brauche ich jetzt die gleichen Haare nicht nochmal. Ich finde das auch in Ordnung. Also ich tendiere zwischen dem und dem. Weil das hatte ich bei einer Mesmerin schon mal in so einem dunkel... Nee, war das so ein dunkelbraun? Ich glaube, das war so ein dunkelbraun.
Fand ich eigentlich ganz nett. Ich glaube, das letzte passt sogar noch mehr zu einer Nekromantin. Nehmen wir mal das. Ganz schwarz oder... Nee, machen wir das mal so. Hinten dieser Zopf, den können wir... Ich glaube, den lasse ich mal einfach grau. Dann fällt er nicht ganz so auf. Das kann man dann zu jeder Farbe kombinieren, zu jeder Rüstung. Das ist dann eigentlich ganz gut. Gesicht. Augen jetzt vor allen Dingen erstmal. Ja, ich glaube, das können wir eigentlich alles ungefähr so lassen. Also ich meine, wir haben jetzt zwar einen Charakter, den wir dann auch für eine Zeit lang behalten werden. Und ich werde den bestimmt auch nebenbei mal ein bisschen spielen, falls ich mal irgendwie leveln sollte oder sowas. Weil, wie gesagt, ich will ja grundsätzlich erstmal nur die Story machen. Halt, so, klar, so ein paar Sachen nebenbei kann man immer mal machen. Halt auch sowas wie ein Gebiet komplett erkunden oder sowas. Habe ich auch überhaupt nichts gegen, ist ja klar, muss auch gemacht werden. Damit man das erstens einmal sieht und zweitens halt auch so, ja, für sich abschließt. Und ich habe jetzt ja auch nicht Lust, die ganze Zeit halt mit der Nekromantin zu spielen. Die Farben lassen wir erstmal so. Von dem, von der Rüstung. Und, da werde ich dann ein bisschen was auch, offscreen machen, aber nicht alles. Genauso wie ich nicht alles onscreen machen werde. So, jetzt haben wir unseren Teil der persönlichen Story, also... Theoretisch könnte man mehrere Let's Plays gucken, die alle genau den gleichen Charakter haben, die aber hier so ein paar Verschiedenheiten haben. Und man hätte schon wieder eine ganz andere Story, zumindest bei so Teilmissionen hätte man wieder eine andere Story. Und das ist jetzt eine von fünf, beziehungsweise von fünf oder von vier, ich weiß gerade gar nicht. Und hier können wir auswählen, der Tod ist des Nekromanten steter Begleiter. Zur Erinnerung zeichne ich mein Gesicht mit dem Symbol eines... So, jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten, so von so einem Dämon, Totenschädel, finde ich jetzt nicht so schön, oder Schreckgespenst, das finde ich ziemlich geil, weil da werden die Augen so leuchtend. Das habe ich bei Azura immer noch, ich habe diesen Schreckgespenst, diesen Skin habe ich quasi immer wieder auf weitere Hüte und so weiter übertragen, damit ich immer diese Augen behalten werde, weil wenn man das halt einmal vom Start an wegschmeißt, dann hat man es halt nicht mehr. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Genau. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, mit Würde oder mit Wildheit. Ich würde sagen, ja, machen wir mal mit Würde. Mein Azura ist jetzt zum Beispiel charismatisch. Heißt also, da könnte es schon wieder Unterschiede geben, auch wenn Azura und Mensch sowieso eine ganz andere Story haben. Aber so im Kern treffen die sich bestimmt irgendwann. Und da könnte es dann wieder Verschiedenheiten geben, falls das überhaupt zur Story irgendwie... falls es Belang hat. So, ich bin auf der Straße aufgewachsen, bei einfachen Leuten oder in adligen Kreisen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, was ich bei meinen anderen Menschen schon habe. Ich habe ja einen Kriegermensch und ich habe eine Menschenwächterin. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo ich was habe. Ich sag mal, wir sind auf der Straße aufgewachsen. So, zu den Dingen, die ich am meisten bereue, gehört, dass ich nie meine wahren Eltern gesucht habe. Nie den Leichnam meiner Schwester gefunden habe oder die Möglichkeit ausgeschlagen habe, im Zirkus aufzutreten. wie sie jetzt von Eltern nie gefunden und ja, eine toten Schwester auf Zirkus kommen, weiß ich nicht. Aber brauche ich auch nicht zu wissen. Passt schon so. Machen wir, also Zirkus lasse ich schon mal weg. Machen wir Schwester oder Eltern? Ich glaube, bei den Eltern könnte es irgendwie interessant werden, falls man da mal irgendwie die Geister der Eltern oder so sieht. Finde ich, glaube ich, ganz interessant. Man sagt, der und der Held oder der und der Gott habe mich gesegnet, als ich noch ein Kind war. Jetzt haben wir die Möglichkeit zwischen Dwayna, Grant, Balthasar, Melandru, Lissa und Cormier. Wen nehmen wir denn da? Also Grant ist natürlich der Gott der Dunkelheit, Isis und des Todes, das ist eigentlich der für die Nekros am besten passt. Wie jetzt beim Wächter zum Beispiel Dwayna am besten passen würde oder beim Krieger der Balthasar, wird da der Grant passen. Aber ich glaube, ich nehme mal Cormier, weil Cormier finde ich eigentlich auch interessant. Den Weg von Cormier hat man ja zum Beispiel auch in Guild Wars 1 Nightfall gespielt, wo da am Ende, kleiner Spoiler-Alert, sie sich geopfert hat und zum Gott aufgestiegen ist. Und Abaddon abgelöst hat. So, genau. Und
Hier ist nochmal eine kleine Zusammenfassung gezeichnet und dort können wir jetzt einen Namen eingeben. Ich werde das so handhaben, ich habe mir schon einen Namen vorab ausgesucht. Dieser lautet, warum der so heißt oder sie jetzt so heißt, hat zwei Gründe. Einmal finde ich es immer ganz nett, wenn man wirklich so einen normalen Namen hat. Ich habe mein Neko noch so The Lord of Demons genannt, weil ich den in Teil 1 schon so genannt hatte und ich den Namen unbedingt weiter behalten wollte. Und alle weiteren Charaktere habe ich immer nach, also Vorname, Nachname benannt. Und dann habe ich die teilweise, wer mich ein bisschen verfolgt, auf mein RPG-Maker-Spiel bezogen. Also teilweise habe ich hier also Charaktere mit eingebunden, die in dem RPG-Maker drin vorkommen, mit Namen und so weiter, die vielleicht ein bisschen leicht abgeändert. Also hier zum Beispiel Kara ist zum Beispiel schon ein Charakter, den man dort erleben wird. Und ja, Nocturia ist einfach jetzt ein Nachname, den ich eigentlich ganz cool fand zu diesem Necro. Habe ich auch bei meinem Krieger so genannt, mit einem anderen Vornamen, der eben passend zu ihr dann, sag ich mal, in der Story auch irgendwie was zu tun haben werden. Aber davon mal ab, wenn wir jetzt loslegen. Ganz kurz noch, ich hoffe, dass in den Zwischensequenzen Fraps nicht abschmiert. Das ist nämlich früher mal passiert. Beziehungsweise Guildwars nicht abschmiert, wenn ich Fraps laufen habe. Kann also sein, dass ich immer mal wieder Fraps neu starten muss. Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich habe zwar Freunde, aber ich hatte es nie leicht. Diese Stadt hat alles versucht, um mich unterzukriegen, aber ich habe es ihr gezeigt. Ich lebe nicht länger von der Hand in den Mund, denn hier herrscht Krieg. Und ich werde mich zur Wehr setzen. Heute habe ich Götterfels verlassen in der Hoffnung auf mehr Glück außerhalb der Stadt. Das Dumme ist, als ich Shaymor erreichte, wurde das Dorf von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich kann auf mich selbst aufpassen, aber das genügt nicht. Jemand muss denen helfen, die es nicht können. Das ist meine Geschichte. So, und da sind wir wieder. In-game in Guild Wars 2 haben jetzt die Vorgeschichte gehört. Und das ist hier oben schon... Ja, nee. Ja, Moment. Machen wir das mal ganz kurz zuerst. Gilde repräsentieren. Das ignoriere ich mal erst. So. Wir haben Post bekommen, sogar schon. Sogar schon ein bisschen mehr. Weil das jetzt alle möglichen Sachen sind, die wir schon über Charaktere automatisch erhalten. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Dann haben wir es wenigstens. So. Aber sprechen wir jetzt erstmal mit diesem... Mit diesem Typen hier. Geht zum Gasthaus. Ja, hier wird gar nicht lang gefackelt. Wir beschützen euch im Gasthaus. Die Leute brauchen nämlich unsere Hilfe. Wir sehen schon, hier ist ein bisschen was. Ja, am Brennen und. Ja, Gewitter ist hier auch noch. Alles nicht so schön. Ich werde übrigens diesen Necro ein bisschen anders spielen als meinen bisherigen Necro, damit ich da einfach auch ein bisschen Abwechslung habe. Ich werde den hier hauptsächlich dann später auf Minions spielen, also auf Totenbeschwörung und so weiter. Aber gehen wir jetzt erstmal ins Gasthaus und sprechen mit Feldwebel Walters. Ruhig bleiben.
Jetzt kommt noch so eine schicke Zwischensequenz. Das ist dann meistens bei den Dialogen, beziehungsweise beziehungsweise zwischen den Kämpfen wird sowas ab und zu mal kommen, wenn Gespräche geführt werden. Hier braucht nur irgendwie alles gerade ein bisschen länger zum Laden. Ah. Feldwebel, noch mehr Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackeray fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück! Ja, also auch die Gespräche brauchen ein bisschen länger zum Laden. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Also hier werde ich bei diesem Let's Play auf jeden Fall Qualität der Quantität vorziehen. Ansonsten hätte ich das Ganze, oder würde ich das Ganze auch nicht in Full HD aufnehmen. Aber das Gute ist, das Spiel läuft da jetzt nicht mit 60 FPS oder so, teilweise nicht mal 30. Aber es sieht halt trotz alledem irgendwie so ein bisschen flüssig aus. Und das ist ganz gut, weil dann spare ich mir ein bisschen was an Speicherplatz, kann mehr aufnehmen in einer Folge und habe dann dementsprechend ein bisschen mehr davon. Ich werde allerdings trotzdem ein bisschen mit den Folgen immer ja, warten müssen, ein bisschen in Verzug geraten, weil das Problem ist, ich werde das Ganze hochwertig rendern und dementsprechend, also halt in Full HD und so weiter, mit viel gecut und so weiter, und deswegen werden die Dateien, da ich sie in Adobe Premiere rendern werde, ziemlich groß, und deswegen kann ich die dann jeden Tag nur so ein bisschen uploaden. Aber das wird irgendwie schon, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zur Festung, das scheint so zu sein. Und hier sollen wir bei der Verteidigung der Festung helfen. Ja, würde ich sagen, verschwende auch gar keine Zeit. Wir können ja ganz kurz die Skills erklären. Wir haben hier unseren ganz normalen Angriff, den können wir dauerhaft aktivieren, außer wir werden durch irgendwelche Fertigkeiten von Gegner davon gehindert, aber das hat halt keinen Cooldown eigentlich. Und hier haben wir quasi das gleiche, nur dass man halt, oder was ähnliches, nur dass er automatisch oder sie mehrere Angriffe hintereinander macht, schneller in schneller Abfolge, aber keine hier Verwundheit hinzufügt. Verwundheit übrigens ist ein Zustand, der den Schaden erhöht. Also jeder Verwundheitszustand oder jeder Stack erhöht den erlittenen Schaden des Gegners um 1%. Ist eigentlich gar nicht schlecht. So, die dritte Fähigkeit werden wir gleich bekommen. Da haben wir jetzt ein bisschen was freigeschaltet. Wir müssen die Skills ja erst erlernen, bevor wir sie benutzen können. Um quasi erstmal die vergangenen Attacken benutzen, um diese dann einsetzen zu können. Und jetzt hier haben wir so einen Rundumangriff, den ich ziemlich cool finde. Damit verkrüppeln wir die Gegner und wir selbst kriegen Vergeltung. Ist gar nicht schlecht. Und wir haben jetzt hier noch den Skill auf dem sechsten Platz. Das ist quasi ein Minion, den wir beschwören können. Anders als im ersten Teil brauchen wir dafür keinen Leichnam mehr. Und der ist, also den können wir einmal opfern. Dann bekommen wir die Lebenspunkte von dem, beziehungsweise wir heilen uns einfach. Egal wie viele Lebenspunkte dieser Blutunhold hat. Und wenn er normal angreift, also jetzt zum Beispiel geht er im Angriff über, dann entzieht er dem Gegner Lebenspunkte und wir kriegen die zugeschrieben. Also es hat auch seine Vorteile, den einfach nur ja, erstmal liegen zu lassen, kämpfen zu lassen und so weiter. Man braucht sich damit jetzt nicht sofort heilen. Je nach Situation ist das natürlich anders, ist klar. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass der Ganze mal mitkämpft und so weiter. Und da beschwört dieser Champion Centaur auch schon irgendwas. Und mich jetzt wundere, warum da kein... Ah. Na gut, die ganzen Audiodateien, die werden irgendwie erst später... Ja, die kommen erst später irgendwie in die Cutscene oder wie auch immer. Ist ein bisschen doof. Aber egal. So. Hier haben wir auch schon unseren ersten Bosskampf. Der allerdings noch gar nicht so schwer ist. Wir haben hier noch Alice im Zauberland, die uns hier gerade hilft. Wir haben übrigens noch bei dem Necro eine kleine Besonderheit, denn also jede Klasse hat so ihre Spezialfähigkeiten. Hier haben wir noch den Todesschleier.
Dort sind wir dann in so einem Modus und dort können wir andere Fähigkeiten benutzen als ja im normalen Modus und besitzen halt auch andere. Besitzen quasi auch andere Lebenspunkte. Also Schaden, den wir erleiden, wird jetzt nicht auf unser Lebenspunktekonto abgerechnet, sondern auf diesen Lebenskraft. Und diese Lebenskraft kriegen wir, indem wir Gegner töten und hier so Fähigkeiten benutzen, die Lebenskraft geben. Hier zum Beispiel seht ihr, das bringt 12% Lebenskraft. Also hier 12% in der Leiste und so weiter. So. Ich wundere mich aber, warum der hier gerade nicht zusammenstürzt. Weil eigentlich ist er doch gar nichts mehr zum Angreifen. Na egal. So, und hier postet schon so ein Gildenmember gerade was Geiles. Oh, geile Waffe. Ja, es kam nämlich gerade erstmal ein Update raus. Dort wurde ein Boss quasi verbessert. Mit neuem Loot und so weiter. Und das sind jetzt hier schon die Waffen. Nicht schlecht. Ich wundere mich aber, weil ich das Ding gar nicht angreifen kann. Jetzt. Jetzt ist ein bisschen spät. Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher. Bürger, die ihr gerettet habt. Einige Seraphen und einen zwielichtigen Kerl, der jeden Tag kam, aber seinen Namen nicht sagen wollte. Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Duena hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Duena schütze euch. Ja, da fehlen wohl auch noch ein paar Textsequenzen, wie auch immer. Naja, egal. So, wir können jetzt den Fokus oder das Kriegsfang auswählen und eine Tasche bekommen wir automatisch dazu. Da wir jetzt die Story-Mission abgeschlossen haben, ein bisschen Geld und Erfahrungspunkte bekommen wir ebenfalls. Wir werden mal den Holz... wir benutzen mal erst das Kriegshorn. Das können wir jetzt ausrüsten. Ah, das haben wir auch noch. Können wir auch mal kurz ausrüsten. So, hier in unserem Heldensymbol, nicht Symbol, sondern Heldenfenster haben wir jetzt hier die Waffe. Also wir haben eine normale Axt, das Kriegshorn, was wir gerade bekommen haben und dieses Band, das Band des Helden, was wir noch bekommen haben, dadurch, dass wir irgendwie, ich weiß gar nicht wodurch, jeder erstellte Charakter bekommt das halt. Also gibt uns ein paar Zusatzeffekte, ist gar nicht schlecht für den Anfang. Können wir auf jeden Fall benutzen. Und genau, ich würde sagen, das wäre es erstmal für den Anfang. Für die erste Folge quasi, wir sprechen nochmal ganz kurz mit dem hier. Wissen wollt, was im Tal vor sich geht. Die Felder hinter Shaymor sind Kryters Kornkammer. Seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen. Doch mit den Banditen und wilden Tieren dort ist das nicht leicht. Wartet nicht auf eine schriftliche Einladung. Geht und helft ihnen. Ja, das werden wir auch in nächster Zeit machen. Hier haben wir schon 5 so Herzmissionen, wo wir hingehen können und den Bewohnern helfen können. Dies ist eine Wegmarke. Wegmarken erscheinen auf eurem Kompass unten rechts im Bild. Ihr seht sie auch auf der Weltkarte, die ihr durch Drücken von M aufrufen könnt. Drückt M erneut, um die Weltkarte zu schließen. Um zu einer Wegmarke zu teleportieren, öffnet eure Weltkarte und klickt auf die gewünschte Wegmarke. Wenn ihr euch verbessern wollt, achtet auf spezielle Herausforderungen. Aus diesen Prüfungen könnt ihr etwas lernen. Ja, weiterbilden werden wir uns dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich werde jetzt
über die Tage mal ein bisschen was aufnehmen. Werde aber jetzt nicht dazu kommen, jeden Tag was hochzuladen oder so. Ich werde einfach mal schauen, wie sich das machen lässt. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen guten Start abgeliefert. Ein paar technische Schwierigkeiten aus Guildboss-Sicht. Aber vielleicht kriegen wir es über die Dauer noch hin. Vielleicht war das jetzt auch nur am Anfang so ein bisschen blöd. Mal schauen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play soweit. Und ich hoffe, dass wir das Let's Play ein bisschen weiter begleiten können als nur bis zum vierten Part, wie damals. Und ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.